So. Also. Das Ganze nochmal nur ein Ticken besser. Und. Ich würde dich echt gerne erschlagen. Ja. Ignorieren wir kurz. Wir töten uns einfach am Weg dahin. Ignorieren den komischen Magierlehrling und dann ist gut. Genau, spring da runter, dann stehst du uns nicht im Weg. Du machst eine komische Axtattacke, wir hauen dich kaputt. Du wirfst immer gegen die Mauer. Ah. Ratte wird ignoriert. Also hier durch, Moosfrau. Dann runter. Dann durch die Tür. Dann durch die ganzen Fackelmenschen. Dann bei der Küche runter, beim Rattenkönig. Ja, okay. Ich muss das nur nochmal durchgehen, weil zwischen den Folgen sind hier immer so ein, zwei Tage. Aber das kriege ich hin. Weg mit dir. Und ich habe mir überlegt, ob der Ring, den wir jetzt anhaben, doch so viel Sinn macht. Also ja, es ist schön zu sparen. Also Heilzauber zu sparen und Tränke zu sparen und so weiter. Aber jetzt, wo wir einen recht schnellen Weg darunter haben, wo wir halt nicht uns durch 10.000 Ratten durchkämpfen müssen und so weiter, dann brauchen wir den nicht so wirklich. Aber wir wissen ja, dass recht schnell in Blighttown das erste Leuchtfeuer kommt. Ich glaube, ich wechsle das mal. Ausrüstung, dich weg. Und dafür Ausdauer, Verteidigung. Versteckt Gegenangriffe, nein. Versteckt kritische Angriffe, nein. Mehr Loot, nö. Also wirklich. Hä? Das macht jetzt keinen Unterschied, oder? Mir wurde allerdings gesagt, dass es hier einen Unterschied macht. Dass man unbedingt die primäre Waffe auch an erster Stelle reintun sollte. Sonst macht sie nicht maximalen Schaden. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber na okay. Dauert ja nicht lang. Da ist unser Bogen, da ist das. So. Na, nicht mit dem Bogen rumlaufen. Ah, das ist die falsche Ecke. Da lang. So, und ich werde hier auch nichts abkürzen, weil sonst kommen die mir später hinterhergelaufen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir sind irgendwann in Blighttown und so ein Fackelträger-Zombie kommt hinterher. Wobei, ich glaube, sowas geht echt nicht, dass die Gebiete übergreifend hinterherlaufen. Könnte man aber mal testen. Also ich stelle es mir komisch vor, wegen Programmierung und so. Aber, So, hier war der Koch. Oder die Köchin. Hier ist eine doofe springende Hund. Ja. Da fange ich mir auch gerne ein, zwei Schläge ein, wenn ich dafür keine 5 Minuten lang versuchen muss, ihn zu treffen, weil er hin und her springt. Einmal heilen, bitte. So, Rattenkönig. Und ja, ich nenne ihn jetzt absichtlich so. Auch wenn er definitiv nicht so stark war. Swoosh. So. Hier, oh, das war falsch. Ja. Ich hätte da hinten lang gehen sollen, wo die Ratten waren und Kirk. Kirk, der stachelige, komische Typ. Nicht der andere. Stachelbesetzte Typ. Okay, den hat vielleicht nicht jeder verstanden. Geht tot, geht tot. Ja. Ich meinte primär den anderen Kirk, der ja in jeder Folge ein weibliches Wesen bestachelt hat. Ja, ja gut. Also, da lang. Oh, du weg. Händler. Sehr gut. Und hier können wir es einfach mal testen. Du, Ratte, komm mal mit. Ich will mal gucken, ob du mir nach Blighttown folgen kannst. Kommst du?
Ah, die wollen nicht. Okay, die sind auch nicht so wirklich aggressiv. Die sind so ein Zwischending. Die greifen manchmal an und mal nicht. Und so ein klein bisschen hinterhältig. Und ein Schleim bis hierhin zu ziehen. Ne. Nicht mal für die Wissenschaft. Kannst du hier nicht schnell runterrutschen? Warum machst du das jetzt wieder nicht? Ah, okay. Klick. Kommt mir das nur so vor, oder ist das echt ein Unterschied zwischen den beiden Spielen? Also Dark Souls 1 und 2. Bei dem einen muss man das gedrückt halten und darf nicht runterdrücken. Und bei dem anderen ist es genau andersrum. Da muss man es runterdrücken. Oh, Schild hoch. Genau, Stampf. Wir werden uns jetzt ganz viel Zeit lassen, weil ich hätte gern meinen Seelenhaufen wieder. Oh, oh, oh. Trink. Das ist kein... Okay. So viel zum Seelenhaufen. Das war nämlich kein Trank. Das war eine Seelenansammlung, die jetzt in unserem Seelenhaufen liegt, der da vorne ist. Das machen wir gleich mal in Ordnung. So. Du da, du da. Das ist schon mal kein schöner Start. Absolut kein schöner Start. Ja, und ich mache den Superfehler schlechthin. Ich versuche durchzurushen und werde jetzt gleich wieder sterben, wahrscheinlich. Ich lerne auch nie dazu. So, weg. Weg. Schild hoch. Weg. Du, komm mal her. Kick und kaputt. Das ist für mich mal so ein bisschen doof, weil wenn es schief läuft, wie eben gerade wegen der doofen Sache, dann muss man den ganzen Weg ja nochmal gehen. Die man jetzt schon mehrfach gegangen ist. Und dann will ich das immer schneller machen. Und da ich das jetzt schneller machen will, geht es nicht schneller, weil immer schief läuft. Weil ich halt so ungeduldig bin. Weswegen ich dann noch frustrierter bin, weil ich dann nochmal dahin laufen muss. Ja, aber gut. Wir haben jetzt wenigstens die ordentlichen Ringe an. Wir haben diesmal einen Heiltrank unten drin, dass ich mich auch heilen kann und keine Seelen verschwende. Und dann sollte ich eventuell bei dem großen, dicken Typ da... er würde mich besser konzentrieren, damit ich besser blocken kann. Oder gar nicht blocken, sondern einfach so nach hinten tänzeln. Im zweihändigen Modus. So. Wo? Du, weg. Also nach hinten tänzeln im zweihändigen Modus. Das könnte ein bisschen mehr bringen. So, da. Die ganzen Fackelträger durch. Guck. Achso, hier waren noch gar keine. Hier. Guck. Karton. Au. Schwusch. Und ich glaube, die Diskussion mit dem Durchrushen hatten wir genau an dieser Stelle beim ersten Run auch schon mal. Da wurde ich regelrecht angepöbelt. Dass es doch absolut keinen Sinn macht, was zu versuchen durchzurushen und dann... Hm? Ach du Backe. Jetzt komm. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Ich könnte jetzt gar nicht reden. Und versuchen im entkoffinierten Zustand mich komplett auf das Spiel zu konzentrieren. Aber das wäre jetzt auch nicht so interessant. Das ist komisch. Okay, jetzt ganz, ganz ruhig. Komm her, wir bringen dich jetzt um. So. Weg. Dich da hinten können wir ignorieren. Dich nicht. Du, komm her. Du bist tot. So, du wirfst daneben, dich block ich. Feuerwerfer schmeißt gegen die Wand. Typ oben kommt runtergerannt. Geblockt. Das war unerwartet. So. Die letzten zwei Tode hätten echt nicht sein müssen. Also die zwei Tode davor in den letzten beiden Folgen kann ich absolut vertreten.
da wurde ich überrannt und das andere Mal bin ich daneben getreten und bin runtergefallen. Das ist vollkommen okay. Aber das hier jetzt ist doof. Vor allem kann ich da noch nicht so super gegen anarbeiten. Man hat manchmal halt einen schlechten Tag. Und so wirklich gegen an grinden oder bessere Ausrüstung, das kann ich sowas von knicken. Bis wir Zugang jetzt haben zu dem tollen Schmied, dauert das so eine ganze Weile. Bis wir Zugang haben zu dem plus 15 Waffen-Upgrade, dauert es nochmal eine Weile. Und unsere Rüstung können wir nicht aufstufen. Nicht mehr, die ist schon Max. Ich glaube alle bis auf einen Teil. Ja. Das hängt jetzt alles nur noch von meiner Konzentration und meinem Gönnen ab. Ist keine besonders gute Grundlage. So, jetzt kommt man hier hoch. Kann mir keiner in den Rücken fallen. Schild. 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 So. Da hinten ist noch einer. Okay. Du kommst jetzt hier hoch. Kreis mich an. Okay, dann greife ich dich an. Nächster. Nächster. Bin jetzt fast versucht, mit dem Bogen zu arbeiten. Das kommt ein bisschen Overkill vor. Ja, so. Hau mich. Ah, gewusch. Gewusch. Ah. Vor allem so taktisch vorzugehen bei solchen Billigmobs, das macht mir irgendwie nicht so wirklich Spaß. Also ja, es sind keine Billigmobs mehr. Und allgemein gibt es keine Trashmobs, was schon häufiger gesagt wurde. Aber, das sind halt die einfachsten Mobs mit, die es gibt. Es sind hier nur ein paar mehr. Und da will ich nicht alles micromanagen müssen und alles zigmal hinterfragen. Ich wäre gern auch, nachdem ich das Spiel jetzt einmal durch habe, doch bitte gerne stark genug und mächtig genug, einfach so da durchzufetzen. Aber die gut Genugtuung gibt das Spiel einem irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade. Weil bei anderen Spielen im New Game Plus ist es ja öfters so, dass es wesentlich einfacher ist. Also weil man halt stärker ist, gerade in Anfangsgebieten und ähnlichem. Ja okay, wir hatten jetzt auch eine Weile, wo es recht einfach war. Also hier der Rattenkönig, das waren ja drei Schläge und vorbei. Aber jetzt langsam nimmt das ganz schön üble Züge an. Ich will nicht wissen, wie das Ganze am Ende wird. Also Nito oder so auf New Game Plus. Ugh. Achso, dich wollten wir eigentlich gar nicht pullen, aber okay, komm her. Weg, weg, okay. Große Ratten. Ja, drei auf einen Streich, sehr gut. Heilung. Und jetzt, wo ich in Dark Souls 2 mit Talana ein bisschen gespielt habe, also mit dem Magier. Ich glaube, im New Game Plus wäre es als Magier einfacher. Also, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, ne? Habe ich ja offensichtlicherweise noch nicht gemacht. Aber einfach auf Distanz Sachen wegsnipern zu können, ist schon mal irre praktisch. Weil den können sie einen halt nicht überrennen. Weil man steht hinten und man sucht sich das erste einzelne Ziel raus und bringt es um. Dann kommt der nächste angelaufen und bringt ihn um, bevor er bei einem ankommt. Das braucht irgendwie nicht ganz so viel, Feingefühl. Wobei es sehr gut sein kann, dass man als Magier einfach nicht mehr genug Schaden macht im New Game Plus. Könnte ich jetzt eh nicht mehr ändern. Ich glaube in Dark Souls 1... Achso, warte mal, jetzt konzentrieren. Hauen in die Luft. Zweimal hauen. Hauen in die Luft. Einmal hauen. Hauen in die Luft. Ich habe langsam keinen Platz zum Ausweichen mehr und wurde getroffen. Ah. Genau, also in Dark Souls 1... gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit... Oh, oh. Keine Möglichkeit, seinen Charakter zu resetten. Das soll in Dark Souls 2 ja gehen. Bei den alten Frauen. Das wäre
extrem cool, wenn wir das jetzt noch machen könnten. Einfach alle Seelen, die wir bisher ausgegeben haben, nochmal. Oh. Ja. Au. Ich will. Trink. Weg. Ja. Ich muss den jetzt einzeln mit leichten Einhandangriffen. Trink. Na. Was? Ah, das war die Attacke, wo ich hätte zuschlagen können. Ich hab keine Ahnung, was das Grünen macht. Also eventuell macht er jetzt mehr Schaden, aber. So, weg. Also, es wäre sehr schön, wenn wir einmal alle Punkte neu verteilen könnten. Weil dann könnten wir gerade in solche Sachen wie einfach mal Magie ausprobieren oder einen richtigen Priester und nicht so einen, ne? Krieger, der früher, ganz, ganz früher mal Priester war, zu spielen. So, das ist die Schreiattacke. Nochmal eine Schreiattacke. Oh oh. Lauf.